Meine Damen und Herren, wir setzen unsere Sitzung fort. Ich habe den Gong jetzt zweimal betätigt, innen und außen. Und ich habe die Bitte, dass Sie Ihre Plätze wieder einnehmen. Ich habe zu Beginn jetzt ab 16 Uhr den Herrn Kahnt zu entschuldigen. Und aber jetzt unmittelbar Frau Pabst-Dippel von der AfD. Ich rufe auf Top 61 unserer Tagesordnung. Antrag Fraktion der AfD, Demokratie und Rechtsstaat schützen. Drucksache 20-9284. Dies ist zugleich der Setzpunkt der Fraktion der AfD. Und als erstes bitte ich Herrn Lichert ans Rednerpult. Danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, sehr geehrtes Publikum. Lassen Sie uns ausnahmsweise mal mit dem beginnen, wo wir hier im Hohen Haus Gemeinsamkeiten haben. Vielfalt ist gut, und unsere Demokratie ist in Gefahr. Keine Sorge, damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch schon. Bevor wir über die Gefahr für die Demokratie reden, müssen wir uns natürlich erst einmal klar machen, was bedeutet denn Demokratie eigentlich? Allein das ist ein abendfüllendes Programm. Aber hinter dem Schlagwort der Demokratie verbirgt sich ja sehr viel mehr. Es ist ein durchaus komplexes Geflecht, vor allen Dingen juristische Abhängigkeiten. Der erste Grundsatz ist natürlich das Demokratieprinzip an sich. Das heißt, jedem Bürger eine Stimme und freie Wahlen. Aber, meine Damen und Herren, dazu gehört natürlich auch, demokratische Wahlergebnisse zu akzeptieren und nicht Millionen Deutsche und Hunderttausende hessische Wähler zu diffamieren, weil deren Wahlverhalten den selbsternannten Vorzeigedemokraten nicht in den Kram passt. Ich zitiere, anstatt sich mal zu fragen, warum haben die Wähler so gewählt, wie sie gewählt haben, werden sie dann auch noch beschimpft. Na, wer war's, Kollegen von der CDU? Wolfgang Bosbach hat das gesagt. Und Sie entlarven sich selbst, denn es geht Ihnen nämlich gar nicht um die Demokratie an sich. Sie wollen nur eine Waffe im politischen Wettbewerb, um die wichtigste Oppositionspartei kleinzuhalten, weil Sie argumentativ nichts mehr entgegenzusetzen haben. Aus Ihrer Sicht ist Demokratie scheinbar nur gut, wenn das richtige Ergebnis dabei herauskommt, und das ist per se schon demokratiefeindlich. So, und wenn jetzt Vielfalt etwas Gutes ist, wie kann denn dann Vielfalt von Meinungen etwas Schlechtes sein, meine Damen und Herren? Und damit kommen wir zum zweiten tragenden Pfeiler, nämlich den Grundrechten. Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit sind zwei Seiten einer Medaille und untrennbar miteinander verbunden. Völlig zu Recht wird Meinungsfreiheit daher auch als ein Pfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gesehen und wurde in Artikel 5 des Grundgesetzes auch sehr prominent platziert. Warum ist das so? Weil die Grundrechte zuallererst Abwehrrechte gegen übergriffige und autoritäre Staaten sind. Und natürlich fußen sie insbesondere auf den bitteren und blutigen Erfahrungen der nationalsozialistischen und kommunistischen Diktaturen und Schreckensherrschaften. Und wer diese Grundrechte aushöhlen will, der hat nichts aus der Geschichte gelernt, und dem treten wir entschieden entgegen. Auch der Herr Ministerpräsident scheint ja ein großer Verfechter der Meinungsfreiheit zu sein. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten, schon gar nicht von der AfD, ließ der Ministerpräsident die Welt und Hessen wissen. Gut so, mein Einsatz für die Meinungsfreiheit von höchster Stelle ist in der Tat etwas, das wir gebrauchen können. Aber gerade von einem Juristen, das wird Herr Müller sicherlich bestätigen können, von einem Juristen als Regierungschef dürfen wir doch wohl erwarten können, dass er seine persönlichen Meinungsäußerungen als Parteipolitiker von denen als Amtsträger, als Ministerpräsident zu unterscheiden weiß. Dem Bürger Boris Rhein wollen wir keinesfalls den Mund verbieten. Aber vom Ministerpräsidenten fordern wir die gesetzlich verlangte Neutralität. Denn auch das ist ein Pfeiler der Demokratie. Jede Aufweichung der Neutralitätspflicht wäre ein Dammbruch. Dann ist es nämlich nicht mehr weit zum L'État, c'est moi von Ludwig XIV. Und leider haben wir in den vergangenen Jahren etliche prominente Amtsträger in die Schranken weisen müssen, unter anderem die ehemalige Kanzlerin, weil sie in ihrer Machtvollkommenheit
die Möglichkeiten der Exekutive schamlos für parteipolitische Zwecke missbrauchten. Sie wollen dem Kind aus des Kaisers neue Kleider mit Staatsgewalt das Maul stopfen, damit sich keiner mehr traut zu rufen, der Kaiser ist nackt. Das, meine Damen und Herren, das gefährdet unsere Demokratie. Und dass die Inanspruchnahme der Exekutive für Parteipolitik keineswegs ein theoretisches Risiko ist, das hat gestern kein geringerer als der Landesinnenminister Beuth bestätigt. Er freue sich, dass nun auch die SPD-Fraktion einmal in den Genuss von Formulierungshilfen des Ministeriums gekommen sei. So haben wir es gestern gehört. Und das ist genau die Arroganz der Macht, die wir kritisieren. Der Staat wird zur Beute der Parteien, und man fühlt sich offenkundig dabei so sicher und unangreifbar, dass man es sogar offen auszusprechen wagt. Und um sich gegen diese Selbstermächtigung der Exekutive und die Aushöhlung von Grundrechten zur Wehr zu setzen, dazu bedarf es eines funktionierenden Rechtsstaates. Und damit wären wir schon bei der dritten tragenden Säule. Und natürlich, selbst wenn es in Einzelfällen immer wieder fragwürdige Urteile gibt, wir haben großes Zutrauen zu den Gerichten und Richtern in unserem Land. Aber ausgerechnet Deutschlands höchster Richter gibt Anlass zur Sorge. Ich spreche natürlich vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert. Er ist sicherlich ausweislich seines juristischen Werdegangs ein sehr guter Jurist. Aber will denn irgendjemand hier im Ernst behaupten, dass das ausschlaggebend für seine Nominierung für das Bundesverfassungsgericht gewesen wäre? Nein, natürlich nicht. In der FAZ vom 10. November 2018 lesen wir, dass sich die Fraktionsführungen von Union, SPD, Grünen und FDP im Bundestag auf Habert als neuen Richter am Bundesverfassungsgericht geeinigt hätten. Das heißt, diese Personalie wurde von den Parteiführungen ausgeklüngelt und anschließend formal völlig sauber durch Bundestag und Bundesrat abgenickt. Glaubt denn irgendjemand hier wirklich, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich so die Gewaltenteilung in unserem Land vorgestellt haben? Ernsthaft? Und der umgekehrte Weg von der Judikative in die Exekutive, der ist aus unserer Sicht auch fragwürdig. Völlig unabhängig von der Person von Professor Poseck müssen wir uns schon Fragen stellen, ob das Gewaltenteilung im Sinne des Grundgesetzes ist. Und nur um hier irgendwelchen Legendenbildungen und boshaften Falschinterpretationen vorzubeugen, das ist keine Verächtlichmachung des parlamentarischen Systems oder des Bundesverfassungsgerichts, sondern das ist völlig legitime, ja sogar gebotene Kritik an dem konkreten Verhalten von Parlamentariern. Und das ist ein riesiger Unterschied. Dieser Vorgang ist übrigens auch auf anderer Ebene noch denkwürdig. Die Besetzung von hohen Richterstellen durch Parteien, kommt uns das nicht bekannt vor? Das ist doch genau das, ja, Fraktionen und Parteien haben nichts miteinander zu tun. Genau, Herr Frömmrich, das ist Ihr Verständnis, ist klar. Aber das ist im Kern das, was Polen das Vertragsverletzungsverfahren wegen der Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit eingebracht hat. Aber wir wissen ja sehr genau, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Auch hier wird im olympischen Maßstab mit zweierlei Maß gemessen. Heuchelei darf man das ja leider nicht nennen. Wie sehr Stefan Habert als Verfassungsgerichtspräsident dem parteipolitischen Gruppendenken und der schwarz-rot-grün-gelben Blase verhaftet ist, zeigt sich in seiner Rede im Hamburger Überseeklub vor genau einem Monat. Ich zitiere, der wehrhafte Verfassungsstaat muss sich den Feinden von Recht und Rechtsstaatlichkeit konsequent entgegenstellen. Bestimmt rein zufällig am gleichen Tag sagte Kanzler Olaf Scholz, friedlich seine Meinung zu äußern, das ist eines der wichtigsten Rechte unserer Demokratie. Wenn Kundgebungen von Extremisten, Querdenkern und Verfassungsfeinden gekapert werden, nehmen wir das nicht hin, denn unsere Demokratie ist wehrhaft. Meine Damen und Herren, auf den ersten Blick wird man diesen Sätzen kaum widersprechen können und wollen. Aber trotzdem handelt es sich um einen Anschlag auf den Wesenskern unserer Demokratie und Freiheitsrechte.
Denn wer und welche Positionen denn nun verfassungsfeindlich sind, das wird immer weniger an objektiven Tatsachen und Handlungen festgemacht und immer mehr an Textexegese, ja, wo sich irgendwelche, jetzt hätte ich fast Geschwätzwissenschaftler gesagt, Gedanken darüber machen, wie könnten denn Reden und Internetpostings vielleicht gemeint gewesen sein. Nicht konkrete Taten machen Sie zu einem Verfassungsfeind, sondern falsche Meinungen. Meine Damen und Herren, in George Orwells luzidem Buch 1984 hieß das Gedankenverbrechen. Und wir kommen dem leider sehr nach. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat 2011 die Freiheitsrechte, insbesondere Meinungs- und Versammlungsfreiheit, völlig zu Recht sehr weit ausgelegt. Und die durch Schwarz-Rot-Grün-Gelb betriebene Rationierung von Bürgerrechten nach Gesinnung, das ist demokratiefeindlich, meine Damen und Herren. Und kommen wir doch auf unsere gestrige Debatte zurück. Niemand ist frei, wenn einzelne Gruppen von Menschen in einem Land unfrei sind. Und ein Staat, der die Rechte seiner Bürger einschränkt, sogar niederknüppelt, ist ein schwacher Staat. Das waren doch sinngemäß die Worte von der Abgeordneten Feldmayer, oder nicht? Aber warum soll das denn nur im Iran gelten? Das ist doch der Punkt. Und ich vergleiche nicht, bevor das auch wieder versucht wird, mir unterzuschieben, ich vergleiche nicht die Lage im Iran mit der in Deutschland. Aber wenn Wehret den Anfängen doch jemals seine Berechtigung hatte, dann hier. Damit komme ich auch zum Schluss. Wenn Sie hier die Aushöhlung der Freiheitsrechte betreiben, die Aufweichung der Gewaltenteilung, einer weiteren Verfilzung von Parteien mit Verwaltung und gesellschaftlichen Institutionen das Wort reden, Diffusion von Verantwortung und Souveränitätstransfer in Richtung EU betreiben, dann ist die Demokratie tatsächlich in Gefahr. Und wir haben es hier mit einem de facto Kartell der Macht in Deutschland zu tun. Und jetzt wollen Sie auch noch den Inlandsgeheimdienst mit dem neuen Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates auf die Bürger hetzen, die nicht ihre Meinung teilen. Letzter Satz. Das ist ein Offenbarungseid dieses Kartells. Damit delegitimieren Sie sich selbst, sich als demokratische Parteien zu bezeichnen. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Lichert. Eine peinliche Farce und Inszenierung von Haltet den Dieb. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Berlino das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Gegensatz zu meinem Vorredner möchte ich auch tatsächlich zu dem vorliegenden und unsäglichen Antrag sprechen. Aber eines vorweg, gerade das, was Sie zum Schluss gesagt haben. Dieser Staat hetzt nicht einen Verfassungsschutz auf seine Bürger. Dieser Staat schützt seine Bürger vor Verfassungsfeinden. Das ist das, was Sie immer noch nicht verstanden haben. Sehr geehrte Damen und Herren, die Antragsteller fordern eine strikte Einhaltung des Rechtsstaats- und Demokratieprinzips und sehen diese in Hessen als verletzt an. Und sie betonen die Wichtigkeit der Meinungsfreiheit. Berücksichtigt man, von wem der Antrag kommt, und reflektiert man die Entgleisungen der Akteure, sind Inhalt und Duktus des Antrags unverschämt. Wir benötigen solche Belehrungen nicht, und wir verbitten uns diese auch. Wir verbitten uns diese auch, insbesondere von Ihrer Seite. Diese Belehrung verbitten wir uns. Es sind die oft von Ihnen zitierten Altparteien, die diese Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ein weltweit angesehener, demokratisch organisierter Staat, in dem die Menschenrechte gelten. Das waren die sogenannten Altparteien und nicht die AfD und andere, die mit der Verfassung wenig zu tun haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir benötigen diese Belehrung nicht erstens, weil wir nicht nur die Pressefreiheit achten, sondern sie sogar schützen und verteidigen, auch übrigens Ihre Meinungsfreiheit. Bei uns kann man sogar gegen Entscheidungen des Staates gerichtlich vorgehen. Man kann Unterschriften sammeln, man kann Petitionen einreichen, man kann demonstrieren. Und der Staat, beispielsweise die Polizei, schützt dann sogar den Demonstrationszug und wenn nötig auch die Teilnehmer. Der schützt die sogar, wenn sie gegen staatliche Entscheidungen demonstrieren. Auch Querdenker, Aluhutträger, Faktenverweigerer, Klimawandelleugner, die werden von dem Staat noch geschützt, wenn sie ihre unsäglichen, teilweise unsäglichen Aussagen in Demonstrationszügen absondern.
Und zum Zweiten, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es doch schon absurd und eine intellektuelle Zumutung, dass gerade Sie als AfD sich hier als Hüter von Demokratie und Meinungsfreiheit aufspielen, aber Journalisten als Journalie und Lügenpresse beleidigen. So viel zur Pressefreiheit, die Sie so hochhalten. Dass gerade Sie von der Unveräußerlichkeit der Menschenwürde sprechen und bei jeder Gelegenheit verbal auf Flüchtlinge einprügeln und heute Morgen sogar in Ihrer Aktuellen Stunde mehr oder weniger die Aussetzung des Asylrechts forderten. Dass gerade Sie unser rechtsstaatliches Vorgehen gegen Verfassungsfeinde mit dem dunkelsten Kapitel unseres Landes gleichsetzen. In dieser Zeit, die Sie in Ihrem Antrag auch ansprechen und Vergleiche zu heute stellen, in dieser Zeit, da wurden regierungskritische Bürger zusammengeschlagen, sie wurden eingekerkert, sie landeten häufig in KZs. Bei uns können regierungskritische Bürger zu jeder Zeit demonstrieren, für ihre Meinung werben, sich politisch engagieren. Dass Sie hier Parallelen ziehen, ist widerwärtig. Aber es passt ja ins Bild. Sie leisten sich eine Jugendorganisation und eine Gruppierung der Flügel, der vom Verfassungsschutz beobachtet und teilweise auch verboten werden muss. Ja, er ist nicht mehr da, aber die Mitglieder sind doch noch da. Die treiben doch ihr Unwesen in ihrer AfD immer noch, auch wenn sie jetzt aufgelöst wurden, weil sie Angst hatten, dass die Demokratie sich hier durchsetzt. AfD-Vertreter waren es, die Journalisten drohten, sie aus den Redaktionsstuben auf die Straße zu zerren. Ihr Bundesverband ist für den Verfassungsschutz ein Verdachtsfall, den man beobachten muss. Hier im Landtag sprechen Sie gerne von der Hochfinanz und wissen genau, was Sie da auslösen. Und im Bundestag in Bezug auf unsere unvergessbare und dunkelste Geschichte Deutschlands von Fliegenschiss. Sie dulden in Ihren Reihen einen rechtsextremen Höcke, der von vielen auch als Neonazi bezeichnet wird und der in Bezug, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auf den unsäglichen Angriffskrieg Putins meint, dieser habe doch nur nach langem, langem Zögern auf die Offensive einer raumgreifenden Macht, er meint damit die Vereinigten Staaten von Amerika, reagiert. Und dieser brutale Angriffskrieg sei ein Weltanschauungskrieg zwischen dem Regenbogenimperium und dem traditionellen Osten, dem Werte wie Familie und Nation noch etwas bedeuten. Er würde sich für den Osten entscheiden, hätte er die Wahl, bedauere, dass er es nur noch bis in das frühere Ostdeutschland geschafft hat. Das muss man sich einmal vorstellen. Familie und Nation wichtig, in Ordnung. Menschenrechte, die skrupellose Unterdrückung der Opposition in Russland, das Niederknüppeln von Demonstranten, Vergewaltigungen in der Ukraine, Scheinreferenten nach dem Stalin-Motto, entscheidend ist nicht, wer wählt, sondern entscheidend ist, wer zählt. Das ist dann alles in Ordnung und wird ausgeblendet? Ich finde es widerwärtig. Wer so argumentiert, meine sehr geehrten Damen und Herren, der ist keine Alternative für Deutschland, sondern eine Zumutung für Deutschland. Ob Euro, Zuwanderung, Flüchtlingsströme, Corona-Pandemie oder Putins Krieg, Ihre Verschwörungstheorien sind Radikalisierungsbeschleuniger für Rechtsradikale und anderen, denen es um die Delegitimation des Staates geht. Und da ist es richtig, dass sich der Staat einschaltet und über Beobachtungen durch den Verfassungsschutz und gegebenenfalls über Verbotsverfahren nachdenkt. Wenn unsere Demokratie in Gefahr ist, wie Sie es schreiben, dann ist es wegen Ihnen, da Ihre Ideologie und Sprache häufig der Humus für Rechtsextremisten ist. Und Sie werden, da bin ich sicher, demnächst auch in Hessen beobachtet werden vom Verfassungsschutz, und zwar mit Recht. Denn unser Staat ist und bleibt wehrhaft, aber er ist auch demokratisch verankert und achtet die Menschenrechte und lässt gewisse Entgleisungen nicht zu. Und auch heute gilt, auch hier im Landtag, wir sind mehr und wir bleiben auch mehr. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich nun Frau Goldbach das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten am Dienstag nach der Regierungserklärung von Justizminister Poseck eine lebendige Debatte zur Justiz. Und ich finde, es ist völlig in Ordnung, hier darüber zu streiten, ob wir genug Richterinnen und Richter haben oder ob Tarifbeschäftigte in der Gerichtsbarkeit fehlen oder über die Entkriminalisierung von Straftaten. Darüber haben CDU, Grüne, SPD, FDP und Linke munter gestritten. Nur die AfD hat behauptet, wir hätten Millionen von unnötigen Asylverfahren, und das sei der Grund dafür, dass wir nun 477 zusätzliche Stellen in der Justiz schaffen müssten. Was für ein erbärmlicher Versuch, wieder einmal die Geflüchteten als Flüchtlinge, als Schuldige zu instrumentalisieren. Herr Lichert, ich bin empört. Ich bin empört, dass Sie Ihre klebrige braune Soße bestehend aus Angst, Unwahrheiten, Nationalismus und Ausländerfeindlichkeit über das Land gießen wollen. Ich bin empört darüber, dass Sie es wagen, unsere Justiz anzugreifen. Ich bin empört darüber, dass Sie bewusst falsche Aussagen machen und Kausalitäten herstellen, die es einfach nicht gibt. Erstens. Die Asylverfahren werden nicht von Gerichten durchgeführt, sondern vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Zweitens. Wir haben keine Millionen von Verfahren bei den Asylkammern der Verwaltungsgerichte. Ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Im Jahr 2021 wurden in ganz Deutschland 87.521 Verfahren erledigt. In Hessen, bei den hessischen Verwaltungsgerichten, waren es 8.509 erledigte Verfahren. Und diese Zahlen stammen aus der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts mit dem Namen Rechtspflege Verwaltungsgerichte 2021. Von Millionen von Verfahren kann überhaupt keine Rede sein. Drittens. Dieselben Gerichte, nämlich die Verwaltungsgerichte, beschäftigen sich auch mit den von der AfD angestrengten Beschwerden und Klagen gegen das Landesamt. Die Chronik dazu. Am 13.01.2021 wendet sich die AfD beim VG Wiesbaden in einem Eilverfahren und parallel in einem Klageverfahren dagegen, dass der Antragsteller, also das Landesamt für Verfassungsschutz, im hessischen Verfassungsschutzbericht 2019 einem organisatorisch nicht klar umrissen Teil der Antragstellung, also der AfD, dem sogenannten Flügel, mehr als 600 Personen zugewiesen habe. Dieser Zahlenwert sei falsch und beruhe auf einer bloßen Schätzung, so die Antragstellerin. Am 13.01.2021 scheitert die AfD mit dem Eilantrag vor dem VG Wiesbaden. Und die im Jahresbericht des Hessischen Verfassungsschutzes enthaltenen Angaben zur AfD sind nicht zu beanstanden. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden. Im April 2021, mit Beschluss vom 3. März, gibt der Hessische Verwaltungsgerichtshof, nächste Instanz, der Beschwerde der Partei der AfD gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden statt und verpflichtet das Land, im Wege einer einstweiligen Anordnung dazu näher bezeichnete Angaben zum Flügel und so weiter im Verfassungsschutzbericht zu löschen und es eben zu unterlassen, in der Berichterstattung in jedweder Form weiter zu verbreiten. So. Am 8. März dieses Jahr 2022 entscheidet das Verwaltungsgericht Köln, der Verfassungsschutz darf die AfD als Verdachtsfall führen. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die gesamte AfD bereits seit Anfang 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Mit der Entscheidung des VG Köln wurde eben klargestellt, dass diese Einstufung des Bundesamts für Verfassungsschutz zu Recht erfolgte und die Partei damit, und das ist wesentlich, ab sofort auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden kann. So aktuell, die hessische AfD erhebt drei Klagen gegen den Ministerpräsidenten, den Innenminister und den Verfassungsschutz, also das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen, nachdem das Landesamt für Verfassungsschutz Anfang September öffentlich angekündigt hat, die nachrichtendienstliche Beobachtung dieser Partei aufzunehmen, weil sie ein rechtsextremer Verdachtsfall sei. So, und am Montag dieser Woche jetzt teilt die AfD mit, sie habe einen Teilerfolg erzielt. Jetzt gucken wir mal an, was wirklich passiert ist. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist überhaupt noch keine Entscheidung des VG Wiesbaden dazu ergangen. Der Verfassungsschutz hat gegenüber dem Verwaltungsgericht Wiesbaden erklärt, vorerst weder Abgeordnete noch Kandidaten der AfD im Bundestag, Landtag, Europaparlament zu überwachen,
nur weil sie Mitglied der Partei sind. Und die Behörde und auch das Innenministerium wollen vorerst auch nicht mehr öffentlich über die Beobachtung berichten. Das ist nicht mehr als eine Stillhalteerklärung. Und warum macht das? Warum machen das die Behörden? Warum machen die das? Die Begründung ist wichtig. Werde am Ende die Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall bestätigt, könnten bis dahin zu viele Informationen über verfassungswidrige Bestrebungen verloren gegangen sein. Ein solches Beobachtungsdefizit sei nicht zu rechtfertigen, wenn es um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehe. So, das heißt, die Stillhalteerklärung von Ministerium und LfV sind ausdrücklich vorläufig und bedeuten erst einmal kein Einlenken in der Sache. Und sie gelten nur bis zu einer Entscheidung im Eilverfahren. Ich persönlich hoffe sehr, dass das Verwaltungsgericht Wiesbaden die Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz bestätigen wird, dass die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall ist und mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden darf. Und eines kann man jetzt schon sagen, nämlich unser Rechtsstaat funktioniert. Er funktioniert. Das zeigt sich doch gerade daran, dass die Feinde der Demokratie, die hier im Parlament sitzen, Rechtsschutz erhalten, dass die Verwaltungsgerichte ihre Klagen bearbeiten und zügig zu Entscheidungen kommen, und auch die Klagen von abgelehnten Asylbewerbern. Das alles machen die Gerichte, und die Verwaltungsgerichtsbarkeit funktioniert hervorragend in Hessen. Zur Frage, ob die Verfassungsschutzbehörden Recht bekommen könnten, erlauben Sie mir, ein bisschen aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu zitieren. Das ist, die Entscheidung ist ergangen zur Klage gegen das Bayerische Verfassungsschutzgesetz, Entscheidung am 26.04.2022. Es ist wesentlich, dass eine gesteigerte Beobachtungsbedürftigkeit vorliegt, damit nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden können. Damit das vorneweg. So, und das sagt, ich zitiere, eine gesteigerte Beobachtungsbedürftigkeit kann sich etwa daraus ergeben, dass die Bestrebung darauf gerichtet ist, Gewalt anzuwenden oder volksverhetzend tätig wird. Weiter. Weitere Anhaltspunkte können die Größe und der gesellschaftliche Einfluss einer Bestrebung sein. Dabei, und jetzt kommt's, können Ihre Vertretung in Ämtern und Mandaten Aufschluss darüber geben, ob eine Umsetzung der von der Bestrebung verfolgten Ziele möglich erscheint. Also das Bundesverfassungsgericht sagt ausdrücklich, das kann ein Hinweis darauf sein, dass die Bestrebung eben großen Einfluss hat und über diesen Einfluss verfassungsfeindliche Ideen verbreitet. Sie sagt weiterhin, es ist nicht auszuschließen und so weiter, dass diese Bestrebung Wirkungsfehlinformationen verbreitet oder aber eine Atmosphäre der Angst, der Bedrohung herbeiführt und dies geeignet ist, den freien Prozess politischer Willensbildung nachhaltig zu beeinträchtigen und wirksam auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hinzulenken. In ihrem Antrag schreibt die AfD in Ziffer 5, der Einsatz von Nachrichtendiensten gegen Oppositionsparteien ist zu Recht ein Kennzeichen autokratischer Staaten. Nein, nein, nein. Es geht hier nicht darum, Oppositionsparteien zu beobachten, sondern verfassungsfeindliche, rechtsextremistische Bestrebungen. Und das sagt ganz klar das Bundesverfassungsgericht. Die Agenda der AfD ist, eine Atmosphäre der Angst und Bedrohung herbeizuführen. Genau das, was das Bundesverfassungsgericht sagt, um den freien Prozess der politischen Willensbildung zu beeinträchtigen. Die Feinde der Demokratie, die sitzen in den demokratisch gewählten Parlamenten, auch hier. Und deswegen ist es richtig, dass die Verfassungsschutzbehörden diese Bestrebung beobachten. Ich möchte am Ende einen Dichter zitieren, Christian Morgenstern. Er gehörte zu den Dichtern, deren Bücher unter den Nationalsozialisten 1933 verbrannt wurden. Er sagte, was Patriotismus ist, ein Gefühl, das tausend andere frisst. Was er damit meint? Nationalismus und Patriotismus führen zu Ausgrenzung und sind das Ende der Freiheit. Wir werden kämpfen für die Freiheit aller Menschen, für ein weltoffenes Hessen, für Menschlichkeit und Humanität, für die Meinungsfreiheit. Das heißt auch, dass Sie Ihre demokratiefeindlichen Parolen hinausposaunen können. Aber wir werden widersprechen. Nichts von dem Unsinn, den Sie verbreiten, wird unwidersprochen bleiben. Denn wir sind, Kollege Bellino hat es schon gesagt, in der deutlichen Überzahl. Hier im Landtag, in Hessen und in ganz Deutschland.
Zu einer Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Lichert von der AfD zu Wort gemeldet. Danke sehr, Frau Präsidentin. Ja, meine Damen und Herren, das war doch eigentlich eine ziemlich eindrückliche Demonstration dessen, was ich gerade gesagt und vorgetragen habe. Ja, es wird mit formal rechtsstaatlichen Mitteln und vielen Begriffen um sich geworfen. Und es war ja fast schon eine juristische Vorlesung, Frau Goldbach. Aber der Punkt hier ist, Sie erheben gegen mich persönlich, gegen meine Kollegen, gegen tausende Parteimitglieder den Vorwurf des Rechtsextremismus. Und jetzt schauen wir doch mal in das Urteil des Verwaltungsgerichtes Köln. Vielleicht hätten Sie ein bisschen mehr als den Klappentext lesen sollen. Da bleibt nämlich als einziger ausweislich der mündlichen Urteilsbegründung bleibt nur ein inhaltlicher Vorwurf übrig. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Unter verfassungsfeindliche Bestrebungen kommen keine Taten, keine Handlungen, noch nicht mal irgendwelche Reden, sondern ein ethnischer Volksbegriff. Das ist im Kern der Vorwurf gegen die AfD. Mal abgesehen davon, dass wir sie sogar persönlich ad absurdum führen, ja, erinnern wir uns doch mal, wie die CDU in Hessen an die Macht gekommen ist. Ja, 1999, Roland Koch, was hat er gemacht? Eine Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, die Rot-Grün in Berlin frisch an die Macht gekommen, ja, natürlich am liebsten verschleudert hätte. Wo haben Sie jetzt auch wieder vor? So. Und wie kann denn das, weil da sind wir nämlich sehr nah bei der alten CDU, für uns steht die deutsche Staatsbürgerschaft natürlich Menschen aller Herren Länder offen, aber am Ende einer gelungenen Integration und nicht am Anfang als Blankoscheck. Und wie kann es heute verfassungsfeindlich sein, was 1999 die Mehrheitsmeinung hier in Hessen war und Roland Koch zum Ministerpräsidenten gemacht hat? Diese Frage müssen Sie beantworten. Die Wähler und Bürger, die haben die Antwort auf ihre Politik unter anderem in Niedersachsen am Wochenende gegeben. Ja, und vergleichen Sie die Zahlen der GRÜNEN nicht mit vor 5 Jahren, sondern 5 Monaten. Sie sind auf dem absteigenden Ast, und das zu Recht. Als nächstes hat sich der fraktionslose Herr Kahnt zu Wort gemeldet. Eigentlich habe ich das gar nicht nötig. Bei der kurzen Rede. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die AfD-Fraktion Duftnoten über ihr Verhältnis zur Demokratie und Rechtsstaat ablässt, kommt meist wenig Gutes dabei heraus. Ihr Antrag ist und vor allen Dingen Ihre abfälligen Anführungszeichen über unsere Demokratie ist zynisch und respektlos. Und Ihr Antrag ist außerdem eine Offenbarung, der Demokratie und Rechtsstaat verächtlich machen will. Schlimmer geht immer. Die Rechtsaußen distanzieren sich von Demokratie als Staats- und Rechtsform. Es gilt festzustellen, die AfD ist nicht Teil unserer Demokratie und will dazu auch nicht gehören. Unsere Auffassung und Werte teilt sie nicht. Zu ihren abwegigen Demokratieverständnis gehören groteske Vorwürfe wie, es gäbe keine Gewaltenteilung, die Meinungsfreiheit würde zur Disposition gestellt und der Verfassungsschutz würde gegen regierungskritische Bürger vorgehen. Als wären die in ihrer Blase konstruierten Ungeheuerlichkeiten nicht genug. Es finden sich weitere Dreistigkeiten wie, demokratische Institutionen ließen Erinnerungen an dunkelste Kapitel deutscher Geschichte wach werden und die Landesregierung würde den Verfassungsschutz als Oppositionspartei instrumentalisieren. Dermaßen staatsfeindliche Auffassungen beschädigen unsere Demokratie, und sie bestätigen die Einstufung der AfD als Beobachtungsfall. Denn auch dieser AfD-Antrag
befürwortet die Destabilisierung unseres demokratisch verfassten Systems. Er diskreditiert rechtsstaatliche Institutionen und würdigt die Legitimation von Demokratie und Rechte ab. Dass die AfD für die Abschaffung des Verfassungsschutzes ist, spricht Bände. Das ist Teil ihres Geschäftsmodells, genauso wie ihr Etikettenschwindel angeblicher Bürgerlichkeit, die, wenn überhaupt, nur mit der Lupe aufzufinden sind. Zu guter Letzt, dass Rechtsstaatlichkeit funktioniert, zeigt die Stillhalteerklärung im laufenden Eilverfahren zur Beobachtung der AfD. Sie stellt keineswegs eine Abkehr von einer verfassungsrechtlichen Beobachtung dar, die weiterhin geboten ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abg. Kahnt. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat sich jetzt der Abg. Dr. H.C. Hahn zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Fraktion der AfD, der Vortrag des Kollegen Lichert, das Selbstbewusstsein, das er auch jetzt durch seine Art des Guckens und des Sitzens austrägt, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Nebenintervention des Kollegen Lichert, alles das ist eine Inszenierung, ist eine bedenkliche Inszenierung, ist eine zynische Inszenierung. Der Wolf verkleidet sich im Schafspelz. Der Wolf meint, dass er so tun muss, als wenn er verfolgt wird. Nein, er verfolgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Auftritt der AfD in diesem Hause macht mir große Sorgen. Er macht mir Sorgen um unseren Rechtsstaat. Er macht mir Sorgen um unsere Demokratie. Und er macht mir Sorgen, wer dazwischen ruft, hat meistens eine Begründung dafür. Er macht mir Sorgen darüber, wie verschieden auf einmal von der AfD Dinge genutzt werden, die sie gar nicht beachten. Wir haben vom Kollegen Lichert gehört, es sei wichtig, eine Wahl zu akzeptieren. Ja, warum machen Sie das eigentlich nicht? Warum akzeptieren Sie nicht die Wahlen und die Entscheidungen, die der Hessische Landtag getroffen hat? Sie akzeptieren es auch beim Thema Vizepräsident nicht, sondern Sie müssen immer wieder neu versuchen, eine Entscheidung, die dieses Parlament getroffen hat, wieder neu auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist Ihr gutes Recht. Nur nölen Sie nicht, wenn andere Ihr gutes Recht auch in Anspruch nehmen. Bei Ihnen ist nämlich immer nur derjenige, der Böse, der auf einer anderen Meinung ist. Herr Lambrou, ich weiß, Sie haben noch ein bisschen Dampf von dem Parteitag in sich drin. Es passt eigentlich nicht zu Ihnen. Deshalb glaube ich, dass Sie auch hier ganz bewusst die Rede abgegeben haben an Ihren Co-Vorsitzenden. Und ich kenne Herrn Lichert ja schon ein paar Tage länger als einige AfD-Freunde von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wahl akzeptieren war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist ja die Höhe. Sie sind dafür, dass Vielfalt was Gutes ist. Da müssen Sie selber drüber lachen, oder? Man sieht es Ihnen ja auch an. Da muss man selber an Ihrer Stelle drüber lachen. Das wollen Sie doch gerade nicht. Sondern Sie wollen doch, dass Ihre Ideologie die einzig wahre Ideologie ist und dass sie die einzig wahre Ideologie bleibt. Und das Verräterische ist in Ihrer Presseerklärung, dass Sie das sogar auch noch in die Überschrift hereinsetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lesen Sie es nach. Liebe Journalistinnen und Journalisten, lesen Sie es nach. Liebe Mithörerinnen und Mithörer, lesen Sie es nach. Da sagt doch tatsächlich die AfD im Hessischen Landtag, dass Schwarz, Rot, Grün, Gelb die Bürgerrechte nach Gesinnung rationieren würde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, etwas Dümmeres, aber auch etwas Arroganteres, als Sie, Herr Lichert, in dieser Aussage gemacht haben, kann es eigentlich gar nicht geben. Etwas Demokratiefeindlicheres als das, was Sie behaupten, kann es eigentlich gar nicht geben. Sie entscheiden doch nicht danach, welche Gesinnung die richtige ist. Sie würden es aber gerne tun.
Sie benehmen sich auch so überheblich, wie Sie sich gerade hier gegeben haben. Sie wollen doch immer nur sagen, Ihre Gesinnung ist die richtige. Die einzige, hören Sie doch auf, ich habe das Mikro, was soll denn das? Ich habe mich benommen. Sie können sich doch nicht mal mehr benehmen im Parlament. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied der AfD-Fraktion in den letzten Monaten. Ich will Ihnen sagen, ich höre sehr, sehr genau Ihre Zwischenrufe. Ich höre sehr genau Ihre Zwischenrufe. Ich sitze ja ganz bewusst dort, wo ich sitze. Merken Sie denn eigentlich nicht, wie jeder von Ihnen selbst in den letzten Monaten sich radikalisiert hat? Merken Sie das denn gar nicht mehr? Da lachen Sie drüber. Ich würde mal einen kleinen Kurs darüber machen, wie Ihre Zwischenrufe immer aggressiver werden, weil Sie halt getrieben sind davon, dass Sie die einzig richtige Gesinnung haben. Haben Sie aber nicht. Wir sind doch für Meinungsvielfalt. Wir wollen doch darüber diskutieren. Wir wollen uns darüber austauschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der AfD, Sie zeigen, dass Sie dazu jedenfalls jetzt nicht mehr in der Lage und bereit dazu sind. Und das muss man auf diesem Punkt hier auch sagen. Was soll denn dieses Gerede von der Gewaltenteilung? Was soll denn der Vorwurf, den Sie eben erhoben haben? Sie werden gleich wieder dementieren. Ist ja wie immer so bei Ihnen. Dass Herr Poseck aus dem Amt der dritten Gewalt in das Amt der zweiten Gewalt gewechselt ist. Was ist denn daran schlimm, meine sehr verehrten Damen und Herren? Was ist denn daran schlimm? Das ist doch gerade die Durchlässigkeit einer Demokratie, die Durchlässigkeit eines Rechtsstaates. Das ist doch gerade die Meinungsvielfalt, alles das, was Sie propagiert haben. Sie wollen es nur dann, wenn es Ihrer Gesinnung zutrifft, und Sie wollen es nicht, wenn andere eine andere Gesinnung haben, aber genau dasselbe oder vielleicht sogar noch etwas weniger Schändliches. Das ist überhaupt nicht schändlich. Ich finde das klasse, dass Poseck Justizminister geworden ist. Superklasse. Und Sie ziehen das hier in den Dreck, meine sehr verehrten Damen und Herren. So kann es nicht richtig sein. Das hat mit Rechtsstaat, mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Reine Gesinnung von Ihnen. Ihr Vorwurf mit den Parteien. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen eigenartig. Ich will es jetzt so ausdrücken, dass die Präsidentin mich nicht rügen muss. Ich wollte nur gucken, ob ein Präsident oder eine Präsidentin hinter mir sitzt im Stuhl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht lesen Sie mal Artikel 21. Vielleicht beschäftigen Sie sich damit mal. Sie haben ja auch Juristen unter sich. Und Sie haben ja auch Juristen unter sich, die sich in intellektuellen Diskussionen sehr gut behaupten können. Die Parteien sind der Transmissionsriemen bei der Meinungsbildung in unserer Gesellschaft. Das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes genauso gewollt. Sie haben es nämlich in Artikel 21 Absatz 1 genauso notiert. Wie können Sie dann jetzt hier sagen, dass die Parteien sich den Staat irgendwie zur Beute, Sie haben es etwas anders umschrieben, aber zur Beute gemacht haben? Das ist doch schlicht falsch. Das ist der Auftrag des Grundgesetzes, dass die Parteien an der Willensbildung teilnehmen und dass sie, so, ich habe Parteienrecht sehr intensiv auch studiert, dass die Parteien der Transmissionsriemen, so ist das Fachwort in der Diskussion, zwischen dem Volk und dem Staat ist. Was soll dann Ihre Polemik? Ich glaube, wenn es gegen die AfD ginge, würden Sie das auch gar nicht sagen. Weil dann würden Sie sich auf Artikel 21 sogar noch berufen, dass es der Schutz von Ihnen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie absurd ist denn das? Wissen Sie, wegen so Leuten wie Ihnen, die als Demagogen unterwegs sind, lieber Herr Lichert, wie gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen. Ich weiß nur schon, was Sie gesagt haben in den letzten 20 Jahren. Ich weiß auch, dass es einen Kollegen Ihrer Fraktion gibt, der gerade nicht hier ist, aber im Präsidium sitzt, der in einem Rechtsstaat gewonnen hat, weil er etwas über Sie gesagt hat, was Sie ganz doof fanden. Das hatte etwas mit der Gruppe zu tun, die Sie unterstützen. Ja, da haben Sie verloren. Haben Sie schlicht gegen Kollegen Wissenbach vor dem Landgericht, war es, glaube ich, gewesen, verloren. Also tun Sie doch nicht so, als wenn Sie immer der Mensch sind, der immer Recht hat, der im Rechtsstaat immer gewinnt. Das sind Sie nicht, sondern Sie sind ein Demagoge, der hier in diesem Hause, ja, Freunde, liebe Kollegen der AfD, ich streiche das Wort Liebe, Kollegen der AfD, wenn Sie einen solchen Antrag stellen, und wir sind nicht ganz so dumm, wie Sie meinen, und wir durchschauen die Absicht dahinter, dann müssen Sie damit leben, dass wir genau Ihnen es auch in dieser Art und Weise argumentativ wieder
entgegensetzen. Also so geht das hier nicht, die beleidigten Leberwurst zu spielen, wenn man angegriffen wird. Aber austeilen, und Kollege Lichert hat ja heftigst ausgeteilt. Ich bin mal gespannt, Herr Lambrou, ob Sie zu dieser Aussage jetzt sagen, Sie haben sich ja gemeldet, dass die Bürgerrechte von Schwarz, Rot, Grün, Gelb rationalisiert werden, und zwar nach Gesinnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist so absurd. Und es ist im Hessischen Landtag von einer Fraktion ernsthaft so gesagt und in ihrer Presseerklärung ernsthaft so notiert worden. Ich habe deshalb darauf hinzuweisen, Sie werden sich nicht mehr ändern, sondern Sie werden immer radikaler. Ihre Zwischenrufe beweisen dieses jetzt laut, unter sich selber etwas leiser. Aber ich sitze halt leider oder auch Gott sei Dank neben Ihnen. Aber das ist doch immer dasselbe. Kollege Gauland hat doch damit öffentlich einen Höhepunkt gesetzt, indem er vom Fulda-Vogelschiss gesprochen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo war denn? Hören Sie auf mit dem Kram. Er hat es gesagt, und er hat sich nie und nimmer entschuldigt. Er hat sich nie und nimmer entschuldigt. Nein, hat er nicht. Gut. Nein. Abgesehen davon, lieber Herr Lambert, aus meiner Partei hat so etwas unsäglich Geschichtsunwissendes noch niemand gesagt, aber von der AfD, und zwar von dem Fraktionsvorsitzenden, dem damaligen im Deutschen Bundestag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist doch genau Ihre Nummer, die Sie immer fahren. Sie blasen etwas mal kurz auf. Herr Abgeordneter Kahn, Sie müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank. Sie blasen etwas auf, um dann kurz danach zu sagen, das war ja nicht so gemeint, und man hat sich für entschuldigt. Nein, es ist gesagt worden. Es ist gesagt worden. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die demokratischen Parteien sind gefordert, hier in diesem Hause sehr aggressiv. Bitte? Blockparteien. Ja, okay, es gibt eine Regel, dass man das hier nicht sagt. Ich schätze, Sie werden gleich gerügt werden dafür. Gott sei Dank auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das ist doch wieder typisch, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist doch üblich. Sie halten sich nicht an Regeln, möchten aber, dass alle sich bei Ihnen an Regeln halten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir halten uns an Regeln, halten Sie sich auch dran. Danke. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Hahn. Das Wort Blockparteien hatten wir gestern schon diskutiert, rüge ich ausdrücklich.